Lieben und herzlich willkommen zu Tasty Tasty. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit einem XXL Actual, eigentlich absolut ungeplant, weil ich wollte eigentlich nur so eine Candy Bar machen für meinen Geburtstag. Und ich habe natürlich wieder eine Menge mehr mitgenommen und mitgefunden. So. Ich sehe leider auch ein bisschen strubbelig und ungeschminkt aus. Falls ihr mich geschminkt sehen wollt, guckt euch dieses Video an. So, ich würde sagen, wir legen direkt los. Hier klimpert es schon so ein bisschen. Ich filme jetzt übrigens immer anders, also immer an anderen Orten. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet, oder wollt ihr wieder diesen Einheitshintergrund haben, wie ihr möchtet. So, wir fangen erstmal mit so einer Bonbonniere an. Die ist total schön für diese Candy Bar. So natürlich ein bisschen kitschig, aber wenn das alles so zusammen ist, dann habe ich halt noch so rosa Süßigkeiten gekauft. Glaube ich, sieht das echt ganz niedlich aus. Dann haben wir Süßigkeiten, und zwar diese sauren Erdbeerschnüre. Einen grünen Tee, den mussten wir unterwegs schon mal trinken. Wir haben aber auch was gesnackt, und zwar diese Reese's. Wir haben uns leider vertan, weil wir immer diese Peanut Butter Cups eigentlich total gerne mögen. Jetzt haben wir uns leider vergriffen und haben Kekse mitgenommen. So, dann habe ich, das ist von Aldi. Ich mache nämlich so einen Mousse-Schokoladkuchen im Thermomix. Ihr hört bestimmt die Kinder hier im Hintergrund. Sorry dafür. Der ist mega lecker. Falls euch Thermomix interessiert, ich habe hier auch so ein Vergleichsvideo, könnt ihr gerne mal reinschauen. Der neue Thermomix gegen den alten. Dann bin ich ja 32 geworden. Aktuell, heute, wo ich dieses Video filme. Denn heute machen wir nichts, machen einen Tag später was. Deswegen habe ich heute echt so einen Chiller-Tag und mega viel Zeit. Das ist so schön. So einen Geburtstag hatte ich noch nie. War in Ruhe essen. Bei Vapiano, haben ein bisschen eingekauft für morgen, also richtig cool mal gewesen. Genau, die 32 als Folienballons. Kinder. Dann habe ich hier so einen Spülbürstenhalter, den fand ich ganz cool in so einem Industrial Design. Mal in schwarz, wie lange die Farbe hält, weiß man natürlich nicht genau bei Action, aber wir hoffen, sie hält lange. Und dann habe ich noch vier so Bonbongläser genommen, und zwar zwei von diesen und zwei von diesen hohen. Ey, ist das nicht günstig? Krass, oder? Für Glas so wenig. Dann drei billigste Aschenbecher für die Party. Was haben wir als nächstes? Achso, dann war ich mit meiner Freundin Laura ja bei meinem Onkel in Stuttgart, beziehungsweise in einem Dorf bei Stuttgart, als wir auf der Glow waren. Das Glow-Video verlinke ich euch auch hier. Und wir haben dann ein Foto zusammen gemacht und das wollten wir dem ganz gerne schicken. Dafür habe ich einen Bilderrahmen mitgenommen. Dann, die sind auch so schön. Guckt euch mal diese Teelichter an. Die finde ich mega hübsch. Total edel sehen die auch aus. Also sie sehen gar nicht so noch. Aber ich finde, Action hat eh nie so Sachen, die so mega billig aussehen. Kommt drauf an, was natürlich. Aber das fand ich jetzt nicht. Dann von Airwick wieder so ein Airwick. den Freshmatic Max fürs Badezimmer. Das sind wieder diese anderen zwei Bonbonieren, die ich euch gerade gezeigt habe. Und dann schon mal für Ostern. Das fand ich mega cool. Und zwar ist das so ein Mandala-Set für Straßenmalkreide mit so Eis und sowas. Aber pst, das kriegen die Kinder dann zu Ostern. Und dann im selben Design von diesem Glas, also ein bisschen shabby heißt es, glaube ich. Heißt es shabby? Ich bin mir gerade nicht sicher. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Heißt es wirklich shabby? Shabby schick oder so? Ich keine Ahnung. Ja, so eine Etagere. Finde ich auch total süß. Und Partylichter. Sowas brauchen wir echt für draußen. 15 Meter. Ich hoffe, das reicht für diese ganze Mauer. Aber ich habe überhaupt keine Vorstellung, was 15 Meter sind jetzt aktuell. Dann einfach so eine Tischdecke, weil leider ist unser Tisch so vom Garten ein bisschen aufgeplatzt im Winter. Eigentlich war der für draußen. Das ist so ein bisschen so schwedisches Design. Aber ja, und so eine Beton-Optikplatte. Und hier, überall da, wo das verschraubt ist, das ist so aufgeplatzt. Sieht mega kacke aus. Nein, dann sind die so geil, oder Leute? Ich mag die so gerne, diese Erdbeeren, diese Haribo-Erdbeeren. Und die gab es dann so. Ja, ich finde diese Container eigentlich mega gut, weil Tüten sind immer zu klein. Und diese Riesencontainer, die ihr so in der Metro oder bei Realos bekommt, sind immer zu groß. Also das finde ich echt eine coole Sache. Marshmallows für die Candy Bar und natürlich so UFOs. Die waren so schön rosalastig, die passten ganz gut dazu. Und auch für die Candy Bar hier so einen dekorativen Organza-Stoff. Dann, was haben wir als nächstes? Mega cool, oder? Luftschlangen in so einem, ja, so ein bisschen, wie heißt das denn? Hier, wie diese Washi-Tapes gemacht. Fand ich total cool mal.
und eine Menge getrocknete Erdbeeren. Die bekommt ihr so günstig bei Action, wenn ihr diesen Erdbeerzucker aus dem Thermomix herstellen wollt. Der ist mega geil. Und der kostet sonst so viel Geld, weil diese getrockneten Erdbeeren kriegt ihr nämlich sonst nur im Biomarkthaus, keine Ahnung, oder in dieser Babyabteilung. Und dann sind die so schweineteuer, weil die quasi nichts wiegen und ihr halt davon ein bisschen was braucht. Und bei Action sind die halt so günstig. Dann braucht ihr der Biene neue Klebestifte. Und auch nochmal so ein kleines Accessoire für Ostern zum Verstecken. Das sind so kleine Hubschrauber-Radiergummis, fand ich total süß. Und die habe ich ja schon mal gekauft im letzten Action Haul. Schaut da gerne rein, wenn ihr möchtet. Das sind so Etiketten, wenn ihr so ein Bullet Journal oder halt euren Terminkalender ein bisschen verschönern möchtet. Da sind so ganz, ganz viele Sticker verschiedene drin, womit ihr das so ein bisschen ja, aufhübschen könnt. Und die fand ich ganz cool, weil die alle in Pastell sind. Als nächstes haben wir hier ein Diving Game. Und zwar kann man die versenken. Und dann kann der Bene in dem Fall, kann die wieder hochtauchen. Ist auch wieder so ein Ostergeschenk. Jetzt wieder für die Candy Bar was. Und zwar einmal so Honeycombs in Pink. Und dann noch so Pompoms in so einem Rosé-Ton. Fand ich sehr schön. Und natürlich auch für die Candy Bar ein bisschen Zuckerwatte. Ja, viel haben wir hier jetzt gar nicht mehr drin. Einmal, das hat der Freddy leider schon kaputt gemacht. Und zwar so eine Girlande. Also die sieht im Endeffekt so aus. Und als letztes noch so, ja, auch so, würde ich sagen, Chevy. Keine Ahnung, ob es so heißt. So Rosen, die wollte ich ganz gern auf diese Gläser noch kleben, damit das ganz hübsch aussieht. Ja, das war mein Action-Haul. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Also ich bin ein bisschen strubelig heute, wie gesagt. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Ich verlinke euch hier noch zwei neue und natürlich ein Abo-Knöpfchen. Da dürft ihr gern draufdrücken, um mich kostenlos zu abonnieren. Da freue ich mich sehr drüber. Ja, ich sage tschüss. Und bis dahin, eure Lara.